Willkommen zurück beim Terrenkonflikt. Wir sind der Trantor und mein Geld ist auf 46 Millionen geschrumpft. Das liegt daran, dass ich mir drei neue Mistral gekauft habe, um mal meine Wirtschafts- und Versorgungshändler, also sprich die Universumshändler, zu expandieren. Da das ziemlich repetitiv ist, habe ich jetzt die übliche Tour von Heimat der Legende nach Wolkenbasis zum Ausrüsten, Heimat des Lichts für den Mark III Händler und jetzt nach Aldrin, nein, nach Argon Prime. Eingehende Nachricht. Schon gemacht. Und jetzt kommen sie langsam in Argon Prime an. Und dort werde ich sie jetzt ausrüsten. Das hier ist zum Beispiel Nummer 63 WVH. Genau. Kommando-Konsole, Handel, starte Wirtschafts- und Versorgungshändler. Datenspeicher, Datenladen. Ah, ich habe den schon. Universumshändler. So, ja, muss ich mal gucken. Händlereinstellungen. Lehrgangsteilnahme, Stationskonto gibt es keins. Ja, ja. Natürlich. Kartenaktualisierung, was heißt das eigentlich? Erkundet der dann neue Sektoren oder zeichnet der mir nur neue Stationen auf? Ich mache das mal auf Ja. So, Produktlisten, ja, brauche ja alles nicht. Handelsbedingungen. Aufgabe Händler aktiviert. Sprungreichweite Heimatsektor 50 Stück. Handel mit illegalen Waren ist. Naja, wobei. Denen passiert ja nicht. Aber die kommen dann in Piratensektoren. Nee, machst du mal nicht. Gut. An sich. Ich lasse den so. Kampfdrohnenmenge, ja, kannst du machen. Da kümmerst du dich selber drum. Nachrichteneinstellungen, genau. Beförderung, ja. Ja. Nein, nein. Wo stand das mit den Namen? Hier. Genau, Variante 1. Okay. Würde ich sagen, ist ja fertig. Startsektor Argon Prime. Start. Kommando akzeptiert. Werd glücklich. Ja, und vermehre mein Geld. Nummer 2. Erweiterte Optionen. Name ändern. Du bist Nummer 63. Nee. Das eben war die 63. Ja. WVH. WVH. Dann bist du jetzt die 64. Bin ich verpeilt? Ich habe doch gerade 64 eingetippt. Warte mal. Mein Besitz Schiffe. Ganz nach unten. Wo ist denn der? 59 WVH, 6, da, 63, ach, 63 war es, doch. Gut, alles in Ordnung. Nehmen alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Du bist 64, genau. Kommando, Kommandokonsole, Handel, starte, laden, laden. Und Kommando go. Akzeptiert. Schließen. Und der letzte. Erweiterte Optionen. Name ändern. Du bist Nummer 65. Und Handel, starte Wirtschafts. Hier fehlt doch was. Interne Warnung. Da haben wir die anderen mehr gehabt. Okay. Datenspeicher, laden, den, danke und let's go. Kommando akzeptiert. Okay, drei neue Händler sind unterwegs. Mal schauen, wie lange es dauert, bis die sich amortisieren. So, und jetzt kann ich anfangen. Ich bin am Überlegen. Irgendein Schiff wollte ich noch kaufen. Das weiß ich. Aber ich springe jetzt erstmal
Energiezellen habe ich wieder aufgetankt? Ja. Ich springe jetzt erstmal nach Reich des Pontifex. Denn dort ist, der... Sprungantrieb wird geladen. 10%, na sag schon. 20, die Shipyard aufgetaucht. 40, und ich brauche 50, immer noch meine Energie, meine 60, Speed-Tunings. 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. Reich des Pontifex. Reich des Pontifex. Hier gibst du eine Sauerei. Und nichts zum Abgreifen. Wo ist Shipyard hin? Das hat doch gesagt. Nachrichtenlogbuch. Guten Tag, ich fliege. Ich bin gerade in Heimat des Nichts und melde mich unter. Wer bist denn du? Ich bin gerade im Sektor Heimat des Lichts. Ja. Ich fliege ihr Schiff freier Frachter und bin gerade in CEOs Geist. Du bist bereit für die Reparatur? Was bist denn du für einer? Dann reparier dich doch. Okay, CEOs Geist, Teladi Schiffswerft. Dann mache ich das mal zuerst. Herrje. Da. CEOs Geist, da. Teladi Schiffswerft. Handel. Schiff reparieren. Ja, warum machst du das nicht selber? So. Und nun? Handel? Kannst du wieder starten? Kommando akzeptiert. Tschüss, gute Reise. Oh. Benimm dich, Ede. Sonst komme ich da vorbei. Ich komme da gleich vorbei. Ich komme da gleich vorbei. Da kann ich da einen Satelliten aussetzen, dann habe ich gleich einen Satelliten an einer... Sprungantrieb Satellitenanlage. An einer... 20, Teladi. 30, 40, Schiffswerft. 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. System. CEOs Geist. Laser nicht verfügbar. Ja, da kauft ihr einen. Frachtguttransport. So. Oh, und da gibt es eine Mission. Teladi Schiffswerft. Wie weit sind die denn weg? Korsaren. Frachtguttransport. Für die Liebe der König. Ziel ist... Wiederholen Sie das bitte. Habe ich Sie richtig verstanden? Warte, ich übersetze es. Hä? Ich habe doch die zwei gedrückt. So, hier. Mit etwas Verspätung. Ich wollte doch nur in Frieden leben. So hilf mir doch jemand. Morgen. Wow. Im Namen des Vorsitzenden Ups. CEO. Das Teladi-Unternehmen ist für Ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Projekt. Ah, das war mein Heckgeschütz. Als Belohnung erhalten Sie 500 Credits. Das war mein Heckgeschütz. Okay. So. Ich habe keinen mir zugeteilten Waren. Warenlogistisch. Ich habe erfolgreich weiter... Ja, ja, gut. Das ist ja okay. Ich wurde attackiert, das war in der letzten Folge. Okay. Du hast keine dir zugesetzten Waren. Ja, warum nicht? Warte. Nein, nicht Mars. Wieder falsche Taste. Da. Heimat des Lichts. Was ist denn mit dir los? Info. Du hast Energiezellen, du hast 25 Megajoule-Schilde. Kommando, Kommandokonsole, Handel. Starte Wirtschafts- und Versorgungshändler. Kommando akzeptiert. Dann fliegt er irgendwo hin, wo du handeln kannst, mein Freund. So.
Und ich fliege jetzt. Achso, ich wollte hier einen Satelliten aussetzen. Genau. Autopilot. Hier. Oh. Da. Autopilot aktiviert. Danke. So, und jetzt mal gucken, was hier noch für... So. Ich habe keinen mir zugeteilten Waren. Du sollst ja auch keine Waren zugeteilt bekommen. Du sollst alles handeln. Du bist ein Universumshändler. Hä? Schon wieder? Habe ich mit dem irgendwas falsch gemacht? Sekunde mal, Freundchen. Was haben wir jetzt gesagt? Heimat des irgendwas? So, Terrakorb, gelandete Schiffe. Du schon wieder. Kommando, Kommandokonsole, Handel. Starte Wirtschaft und Versorgung, Datenspeicher, Datenladen, Universumshändler. So, Händlereinstellungen, Lehrgangsteilnahme, bla bla bla. Warenlisten brauchst du nicht. Du sollst alles handeln. Ausnahmen brauchst du auch nicht. Handel in Sektor der Piraten? Nein. Der Yaki? Nein. Ist doch richtig. So, automatische Benennung ist auch richtig. Und das würde für dich bedeuten, Startsektor Agam Prime? Kommando akzeptiert. Starte bitte. Und fange an, als Wirtschafts- und Versorgungshändler für mich Geld zu verdienen. Oder habe ich vergessen, hier irgendwas zu kaufen? Ach, ich Trottel. Das ist ja noch ein Nachzügler. Handelssoftware MK3 installiert. Den habe ich noch gar nicht ausgerüstet. Installiert. Verkaufspreisfinder installiert. Ja, stimmt. Der war ja, So. Eingehende Nachricht. Und jetzt, Kommando akzeptiert. Jetzt ist er unterwegs. Ja, stimmt. Ich dachte jetzt, der wäre schon in Agam Prime gewesen. Und ist jetzt hierher geflogen und konnte nicht weiterhandeln. Aber in Wirklichkeit ist der ja, war das ein Nachzügler. So, jetzt. Fracht. Erweiterter Satellit. Erweiterter Satellit. Ausgeworfen. Auch noch ein Corsair. Gefällt euch die Gegend hier? Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, 100, 200.000, okay. 50%, 60%. Ich muss Geld verdienen. Ich will mal 47 80, Mille. 90, initiiere Sprung. Erreiche System. CEOs Geist. So. Diesmal denke ich aber dran. Gefahrguttransport. Ziel ignorieren war die Taste. So. Gut. Ach so, jetzt bin ich natürlich weggesprungen von den Missionen. Ahaha. So, diesmal probiere ich mal, wie ihr gesagt habt, nicht erst anquatschen, sondern erst... Ziel ist nun in Feuerreichweite. Hallo sagen. Loco, unsere Schilde sind fast unten. Wir benötigen sofort Unterstützung. Versuchen Sie, wiederholen Sie. Fehler in Kommunikation. Okay. Kommunikation genug? Oh, jetzt kommt der... Oh, das trifft sich gut. Da komme ich nämlich an die Missionen da unten ran. Oh, warte, die nehme ich... Na klar, dass der zu weit weg ist. Eingehende Nachricht. So.
Rot als Energieversorger, ja. Energiezellen. Kommando, Kommandokonsole, Navigation, Docker an. Das ist hier Heimat der Legende. Ich habe ja jetzt drei Schiffe mit Zeugs versorgt. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Und da gehen die natürlich die Energiezellen aus. So. Ich wollte jetzt da oben die Mission haben. Was? Wieso fliege ich immer weiter weg? Erledigt. Sprungantrieb wird geladen. Navigation für Fortgeschrittene. 30, 40, 50, ich glaube, den Kurs müsste ich noch besuchen. 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. CEOs Geist. So, ich möchte jetzt den da haben. Fraggut-Transport. Und die Missionen hier unten. Ah, ist nur noch eine da. Na toll. Na toll, ich habe hier kein Glück mit den Missionen. Dann hat sich das erledigt. Wer bist denn du da oben? Teladi, Lieferant. Albatros. Korsaren. Cool. Fraggut-Transport. So, Frachtgut. Frachtgut für mich? Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ich benötige dringend Unterstützung. Sofort. Ich muss nicht so voreilig. Mein Profit ist mir. Im Namen des Vorsitzenden CEO. Das Teladi-Unternehmen so. Ist für Ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Als Belohnung erhalten Sie 500 Credits. Ja, überall erzählen Sie mir hier von Profit, Profit, Profit und ich verdiene nichts. 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. So. Habt ihr Mission für mich? Nichts. Profit. Blauer Profit. Sonnenblumenölraffinerie. Sonnenkraftwerk. Alpha. Ich weiß, wo ich hinspringe. Ich weiß, wo ich hinspringe. Ich springe mal nach hier, um zu gucken, ob es hier Missionen gibt zum Hacken. Dass ich hier endlich mal wieder reinkomme. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Baumission könnte ich mal wieder gebrauchen. 80%, 90%. Initiiere Sprung. Erreiche System. Imperialer Grenzbereich. So, du hackst mich jetzt. Beta. Apropos hacken. Mir fehlt eine Mission. Mir fehlt ein Schiff. Solltest du mir nicht Bescheid sagen? Tatsache, der ist angekommen. Der steht auch auf Ja. Warum benachrichtigst du mich nicht? Du klopfst dich mit Erz voll. Warte mal. Nehmen wir noch ein paar Energiezellen mehr mit. Energiezellen transferiert. So. So. Transfer. Kommando. Kommandokonsole, Navigation, springe und fliege zur Station. Ab mit dir nach Lulu. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Okay. So, und du? Ach, ich bin ja immer noch nicht da. 27 Kilometer. Ich brauche 25. Und der hackt mich jetzt. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikation. Benötigen Sie. Wir werden nun liefern Sie ein Schiff. Informationen übermitteln. Möchten Sie mit dieser Aufgabe einen guten Profit erwirtschaften? Ein Geier-Tanker. Wo kriege ich einen Geier her? Ich probiere es mal. Liefern Sie ein Schiff. Ein Geier. Geier war Teladi, war?
Genau. Das heißt, ich müsste den kriegen von Herzenslicht oder hier oben von den Propheten. Großer Prophet, blauer Prophet, CEOs Geist. So. Teladi Schiffswerft. Gaia. Gaia Tanker. Da. Den muss ich nach rüber schaffen. Das geht. Das geht. Und zwar geht das mit Trantor, Privattankstelle, gelandete Schiffe, C für, genau, Kommando, Kommandokonsole, Navigation, springe und fliege zu Station. CEOs. Warte. Energiezellen. Transfer. Genau, C für. Kommando. Kommandokonsole, Navigation, springe und fliege zu Station. CEOs Geist. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Teladi Schiffswerft. So. Genau. Und zwar hat der doch den kleinen bei, das kleine Schiff bei mit einem zweiten Sprungantrieb. Dann springe ich nämlich, dann soll das Schiff nämlich hierher springen. Und dann wird der Sprungantrieb wieder abgeholt. Das sollte funktionieren. Und das sollte sogar innerhalb der 40 Minuten funktionieren. Ach, das funktioniert dicke. Und zwar CEOs Geist. Da. C für. Wehe, du hast jetzt keinen Sprungantrieb bei. Da ist er, Sprungantrieb. Alles klar. Also. Komm. Sie sprechen mit dem benötige C ab. Wir werden nun die erwünschten Informationen. 2,5 Millionen kriege ich von dir. In 46 Minuten. Aufgabe einen Liefere hier einen Geier ab. Also, Galaxita. CEOs Geist. Hat er eben gehabt? Da. Teladi Schiffswerft. Ernsthaft? Hallo, bin gerade. Und versuche. Wie bitte? Ernsthaft? Ist jetzt weggesprungen? Nachrichtenlogbuch. Eingehende Nachricht. Und versuche in die Station Trantor zu fliehen. WLS 19. Ressourcen werden nicht verkauft. Erz verkauft. Gut, so. Schiffe. 19. 18, 20. Der hieß WLS 19. Da ist er. Okay, er ist entkommen. Gott, da muss ich da drüber aufräumen. Wir werden gescannt. Ach, halt die Klappe. Eingehende Nachricht. Habt ihr Langeweile? Alles in Ordnung. Sie können weiterfliegen. Kommando akzeptiert. So. Gut. Ich jetzt. CEOs Geist.
Also, Teladi Schiffswerft. Handel. Geier. Geier Tanker. Da. Will ich den ausrüsten? Nö. Gibt es irgendwas, was ich noch gebrauchen könnte? Oh, die haben hier Tomahawk. Die haben Streithammer-Torpedos. Na gut, die kann ich nicht nutzen. Süß. Okay. So. Ich springe schnell rüber. Eingehende Nachricht. Ja, warum habe ich... Na ja, gut. Das galt für mich bisher als sicherer Sektor. Da habe ich keine Sektorpatrouille laufen. Erreiche System. Wolkenbasis Südost. Und die Borealis ist natürlich zu langsam. Pirat, Bussard. Die Borealis ist viel zu langsam dafür. So. Kein Ziel. Oder auch Argon, nicht. Argon, Ausrüstungsdock. Wenigstens lässt sich die Borealis Pirat, Elite. Nicht zerschießen. Pirat, Bussard. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. Als Belohnung erhalten Sie 1000 Credits. Das ist eine Disruptor-Rakete. Eingehende Nachricht. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ich habe eine Disruptor-Rakete, das ist die 13. Haha! Sag mal. Frachtraum enthält nun Libelle-Rakete. Ah, ich will die Disruptor-Rakete haben. Disruptor-Rakete. Ich kann Disruptor-Raketen liefern. Ja, die Mission habe ich nicht vergessen. Und damit müsste ich jetzt 13 Disruptor-Raketen haben. Cool, ratet mal, was in der nächsten Folge meine Mission sein wird. Ich werde die, nicht OTAS, sondern die Terracorp glücklich machen. So. Ich werde jetzt aber wieder andocken. Und werde in der nächsten Folge das mit dem, Frachtraum enthält nun Disruptor-Rakete. So. Oder? Genau, C für... Erweiterte Optionen. Warenaustausch mit Gaia. Du bekommst einen Sprungantrieb. Sprungantrieb transferiert. Genau. Und du bekommst Energiezellen. Energiezellen transferiert. So, jetzt machst du mit Machete. Sprungantrieb. Sprungantrieb transferiert. So. Ich muss hin nach, liefern Sie das Schiff Gaia Tanker an Imperialer Graben Sonnenkraftwerk Mbeta. Das heißt, der C-Führer wartet dort. Springe zu. Sonnenkraftwerk Mbeta dort. Da. Kommando akzeptiert. Okay. Und ich hole beim nächsten Mal den Geier ab. Aber ich würde sagen, jetzt fliege ich erstmal nach Hause. Da sind immer noch zwei. Ach, die erledige ich nächstes Mal. So, ich sage einfach... Sprungantrieb wird geladen. Ich springe da jetzt rüber. 20, 30, tanke auf. 40, und dann werde ich beim nächsten, in der nächsten Folge 60, die eingehende Nachricht. Was?
Ey, Leute, ich will Feierabend machen. Erreiche System, Trantor. Nachrichtenlogbuch. Universumshändler wurde attackiert von Schiff Mamba. Und fliege jetzt zu Rotes Hauptquartier. Du bist entkommen. Antigone Memorial. Oh Gott, die Piraten werden immer schlimmer hier. Kontrollzentrum, Alpha. Antigone Memorial. Wo ist denn das? Da oben. Okay, Piraten. Und vor allem Argonen. Bringt eure Sektoren in Sicherheit. Ja, auf Vordermann. Das werde ich beim nächsten Mal auch noch angehen. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag. Und see you later. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.